So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Und wir dürfen jetzt eine Kugel bis nach Gerudo-Stadt tragen, die wir hier gefunden haben. Moment. 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 Vielleicht tragen wir die Kugel auch nicht bis nach Gerudo-Stadt, sondern können irgendwas zusammenbauen. Warte mal. Sind hier Teile zum Bauen? So ein einsamer Schlitten ist doch hier nicht alleine. Well, that's not good. Nee, aber hier ist nichts weiter. Aber ist das jetzt echt denen ihr Ernst? Ich geh mal zu meiner Kugel. Okay, so viel dazu. Wenn des Blutmonds Licht. Jetzt haben wir auch die Gewissheit, dass das nicht die echte Zelda ist. Ich habe ja schon gesagt, die klingt ganz komisch. Fahr! Ja, Mann, es geht halt ohne Gefährten nicht. Ach, das ist doch scheiße. Na komm, bevor wir ewig jetzt suchen, bis wir was gebaut haben. Laufen wir halt durch. Ah, es ist wieder kalt. Link weiß halt auch nicht, was er will. So, guck mal hier. Ich frage mich, ich mich auch. Ist es eigentlich schneller zu... Ja, doch, es ist so schneller. Habe ich die Sandstiefel noch an? Ja, okay, immerhin. Ja, also hier müsste ich außen rum gehen können. Oh, wait a moment. Ich die vielleicht einfach rüber? Nee. Schade. Okay, dann muss ich doch darüber gehen. Ist okay. Ey, das ist aber hoffentlich die am weitesten entfernte Kugel von allen. Ich werde ja sonst bekloppt. Nein, nein, nein. Danke. Also wenn es noch eine Kugel gibt, die noch weiter weg ist, dann... kriege ich Zuckungen. Ich meine, imagine, hier wäre irgendwo ist auch noch eine so eine Kugel in irgendeiner Monsterhorn. Ja gut, aber Patricia soll uns ja Tipps geben, wo die sind, ne? Die hat zwar was von Treibsand gesagt, das hat mir nicht viel geholfen. Vielleicht kann man ihr andere Sachen zu essen geben und dann hilft es auch. Kann ja sein. Vielleicht kann man der ja alles Mögliche zu essen geben und es gibt für jede Essensart einen anderen Tipp. So wie diese komischen Nummern bei der Wasserfrucht. So. Da sind wir doch tatsächlich hier angekommen. Unfassbar.
Ey, was eine dumme Mission. Ich frage mich halt echt, wieso ich das eigentlich schon wieder mache. Das ist... Es kann am Ende nichts brutal Wichtiges geben, dafür, dass man den ganzen Aufwand macht. Ah, was soll's. Aber jetzt habe ich es halt angefangen, jetzt will ich es auch zu Ende bringen. Jetzt quatscht mich jetzt wieder voll. Natürlich. Krieg ich jetzt jedes Mal eine Frostmelone. So. Dieses Symbol findet sich... Soll es das sein? Weil die anderen sind ausgeschlossen. Oder das? Ja, doch eher das Runde. Das Runde unten, okay. So. Also, Patricia, hilf mir mal. Warte mal. War nicht hier noch irgend so ein Geheimgang? Und da war auch eine Kugel oder so? Und ich konnte damals nichts damit anfangen. Hier hoch? Hallo? Hä, jetzt ist hier zu. Ich dachte, da war ein Geheimgang. Bin ich jetzt zu dumm? Ach, das war nur so ein Stein, den man wegschieben... Ah, das konnte man wegschieben. Okay, das hat aber nichts mit der Kugel zu tun. Schade. So, wir müssen zu Patricia rüber. Ich will ihr was anderes zu essen geben und gucken, was sie sagt. Ich krieg jetzt eine Schwertbanane. Oh, und jetzt, wo es Nacht ist, kann ich vielleicht mit dem Mädel sprechen. Tagsüber ist sie an der Schule, da geht es nicht. Na, ich... Mann, ich war gerade richtig. Jetzt ist wieder alles durcheinander. Friss. Okay, sie will auf jeden Fall eine Schwertbanane. Wenn es jetzt das Gleiche ist, dann wird es schwierig. Oh, doch. Nicht nur über der Erde hausen die Drachen, auch unter der Erde machen sie Sachen. Immer, immer unter der Erde. Es hilft mir gar nichts. Es ist alles unter der Erde. Ja, danke, Patricia. Ich glaube ja eher, die denkt sich das aus. Kann ich jetzt mit dem Mädel quatschen? Oder ist die schon wieder weg? Hört ihr die Kugel? Ja. Talia. Das ist mein Schatz. Ja, tue ich ja. Ja, nee, ich will den haben. Nee, ich brauche den. Mit mir um ihn spielen. Ja, ich schlitz dich auf, kein Problem. Besieg mich doch. Was muss ich jetzt tun? War das jetzt irgendein Minigame? Ich will doch nur die Kugel haben. Ich muss hier Stofftier finden. Ich muss ständig irgendeine Scheiße finden.
Ich muss ständig irgendeine Scheiße ver... Oh mein Gott. Vom Bett verdeckt. Ja, moin. Ja, wenn du nicht deine Klappe hältst, dann ist es nicht so schwierig. Wow, total vom Bett verdeckt. Krass. 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 Richtig krass. Also, puh. So wichtig war dir die Kugel. Ja, ich bin richtig nett. Alles klar, ich will aber nicht mehr mit dir spielen. So, gib jetzt die Scheißkugel. Oh, es dauert 3 Jahre, mit dem Ding rumzulaufen. So geht's schneller. So, sag tschüss zu deiner Kugel. Aber was sollen das für Tipps von Patricia sein, ey? Das ist komplett useless. Beide Male deutet es darauf hin, dass irgendwas im Untergrund, nicht Untergrund, im Dings ist. Ja, das ist eine Kugel. Ja, gib mir eine Frostmelone, halt die Klappe. So, das ist jetzt dieses runde Ding, das ist hier. Ach Mann. Was? Was? Ich habe überhaupt kein Amiibo. Hast du noch Tipps für mich? Okay. Also sie, aber sie verweist mich halt auch auf Patricia so ganz konkret. Das ist doch dumm. Die hilft mir halt überhaupt nicht. So, was sagst du denn zu einer Frostmelone? Ich wollte es nicht werfen. Guck mal hier, Frostmelone. Gönn dir. Ja, danke. Okay, also es geht nicht um die Art. No. Es geht nicht über. Es hat nichts mit der Art zu tun, was man ihr gibt. Sie haut einfach random irgendeinen Spruch raus, ja? Also wir haben zweimal jetzt irgendwas Höhlenartiges, ne? Entweder Drachen oder Treibsand. Ach, das mit den Drachen check ich halt noch gar nicht. Wer Wüstenausrüstung will kaufen, muss den Boden von unten durchlaufen. Ja, Moment. Also, okay, das sind... Ach, warte, ist in dem Laden eine Kugel? Oder ist es jetzt einfach ein Tipp gewesen, um in den Laden zu kommen? Also hat sie nicht nur Kugeltipps, sondern allgemeine Tipps. Das würde es ja noch schwieriger machen, an die richtigen Tipps von ihr zu kommen. Aber wenn in dem Laden eine Kugel ist, dann ja...
Dann weiß ich allerdings nicht, wie ich mit der Kugel da rauskommen soll. Ne, hier ist keine Kugel. Shit, dann hat die einfach allgemeine Tipps. Das macht die Sache jetzt nicht besser. Das heißt dann aber auch, dass die Treibsand-Tipps nicht auf die Kugeln bezogen waren. Zwingend. Okay. Und auch der Drachentipp muss nichts mit einer Kugel zu tun haben. Okay. Dann gebe ich jetzt halt mal mehr zu essen, bis ein Kugeltipp kommt. Friss Äpfel. Oh. Ja, danke. Aber das, also wenn das purer Zufall ist, was sie quatscht und keine Ahnung, wie viel Text die hat, das bringt doch dann jetzt nichts da so rumzumurschen. Oh. Eine Wasserfrucht nur, das ist nicht viel als Preis für das Wissen um dein nächstes Ziel. No. Moment. Aber dann bei der Wasserfrucht sagt sie ja nur Nummern. Ja, hä? Das ist überhaupt kein... Ça va? Oh. Okay, hat es. Ist es irgendwas auf einer Karte? Nee, das sind ja auch keine Nummern. Oh mein Gott! Da sind Nummern. Wo ich stehe, sind Nummern. Seht ihr das? Unten rechts sind Nummern, wo ich laufe. Minus 3850, minus 2972, 0043. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen bewege... Habe ich mich bewegt. Oh mein Gott, das sind die Koordinaten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, ich brauche die Nummer nochmal. Oh. Mm. Ja, gib mir nochmal die Prophezeiung. Oh. 3781, 2100047. 3781, 2900. Das sind die zwei wichtigen, das andere ist dann die Höhe. 3781, 2900. 3781, in welche Richtung muss ich denn da laufen? Also wenn ich in die Richtung laufe, 3872, 3883, dann wird's mehr. Also muss ich in die Richtung laufen. Wir gehen jetzt erstmal raus, dass ich mich besser umgucken kann. Ja, 3795, okay. 3787, 3784,
3780. So, und jetzt muss ich 2900 bekommen. Geht in die Richtung, okay. haben wir gleich. So, und jetzt aber wieder 3781. In die Richtung. Ne, jetzt geht's wieder zurück. Moment, 3781 in die Richtung. 3710. 3724. 3740. 3762. 3783. So. Jetzt ist nur die andere wieder nicht bei 2900. Muss ich da jetzt in die Richtung laufen? Ja, dann nimmt die auch zu. Okay. Ja, das ist hier drinnen irgendwas. Das ist hier drinnen irgendwas. Oder hier drauf. Meine Sonne so hell, so gelb. Hi. Der Trend geht zu kurzen Begrüßungen. Der uns mit den Sonnenfleckchen geholfen hat. Ja, also das ist die von den Taburasa-Typen. Wo ich nach wie vor komplett dagegen bin, dass die einfach das Kind weggenommen haben, aber hey. Ja, okay, sie ist happy, meinetwegen. Wenn du happy bist, bin ich auch happy. I guess. So. 39. Was? 3781 brauche ich, ne? Verwirrt. Wo soll denn das sein? Hier ist doch, also hier ist doch weit und breit, aber auch nichts. Bin ich 3806, 3781, 3799, 3793, 3790. Also die habe ich eigentlich, die 3781 habe ich. So, jetzt muss die andere muss 2900 werden. Und in die Richtung nimmt es zu. Aber dann kommt ja hier das. Also, hä? Aber hier kann ich nirgendwo reinlaufen. Hm.
Ist das vielleicht... Warte mal. Ist die Kugel da unten irgendwo? Da ist der Krog. Hier ist doch keine Kugel hier unten. Das hätten wir doch mitbekommen, wenn hier eine Kugel gewesen wäre. Hier ist nur der Port nach oben gewesen, zu dem Ding. Das haben wir ja gemacht. Also ich komme mit Patrizias Koordinaten nicht zurecht. Wo bin ich denn jetzt? Ich mache jetzt nochmal das Ding auf. Warte mal. Album. 3781-2900-0047. Wieso kriege ich das nicht hin? Also ich stand halt bisher noch nie auf 3781-2900. Das ist der Punkt. Da stand ich halt einfach bisher noch nicht. Was? Nein. Geh doch einfach zurück ins Spiel, what the fuck? Drei, sieben, acht, eins, zwei, neun, null, null. Jetzt gehen wir es wieder nach oben. Das muss ja hier, also das ist ja 3788 bin ich jetzt. Jetzt bin ich gleich 2900. Jetzt bin ich genau 2900 und 3750. Das muss jetzt die 81 werden. Vier sieben. Vier drei. In die Richtung nehme ich ab. Jetzt muss ich hier hoch. Drei sieben fünf zwei. Drei sieben sechs eins zwei neun null acht. Warte, hier drin. Ja, das ist die Kugel. Oh mein Gott. Also mit anderen Worten. Die Patrizia gibt mir wirklich die Koordinaten durch, wo die Kugeln sind. Es ist ja sehr interessant. Das muss man erstmal kapieren. Und die war jetzt einfach so, die hat keine Mission, sonst nichts. Ich hoffe, wenn ich jetzt die hier unten registriere, dass mir Patrizia dann neue Koordinaten gibt.
Ja, gib mir deine dumme Frostmelone, ey. So, das war das V. Das V war auf der Seite. Zwei fehlen noch. Zwei Stück. Wir ziehen durch, Leute. Wir ziehen durch. Ach so, Patricia kann ich so suchen. So, Patricia. Du bist Wasserfrucht, habe ich gehört. Gönn dir. Oh. 3911-2929-0037. So. Die kann weg. Alter, lösch doch einfach. 3911-2929. In die Richtung hat es zugenommen, ne? 3848. 384. Ne, in die Richtung nimmt es ab. 39. Also in die Richtung. Ja, in die Richtung. Drei, neun, was war es alles? Ach, mein Gott, ich kann es mir nicht merken. Drei, neun, eins, eins und 2929. Okay, einfach 2929. 3911-2929. Drei, neun, elf. 3911 haben wir gleich. Ja. Und jetzt 2929. Also die Richtung rausfinden, in die die 3911 am besten stehen bleibt. Ungefähr zumindest. Und die andere zu abnimmt. Okay. In etwa so. Drei, eins, neun, null, neun. Du bist ein Krog. Du interessierst mich gerade gar nicht. Drei, eins, drei, eins. Drei, eins, fünf, sechs. Ne, jetzt geht's wieder in die Richtung. 3170. 59. Ich muss in die Richtung. 2929 brauche ich.
3134. Warte mal. Kann man nicht die irgendwie einblenden lassen, die Nummern, wo man gerade rumläuft? So. Gibt's denn beim Hub irgendwelche Einstellungen? Minikarte nicht rotieren lassen, Nordausrichtung der Minikarte. Profi-minimale Informationen. Ach so. Das ist genau das Gegenteil. Oh, die Minikarte hat die Koordinaten. Jetzt sehe ich die erst. Die Minikarte hat auch Koordinaten. Okay, aber dann kann man die Minikarte auch drehen lassen. Die Minikarte hat auch Koordinaten. Oh mein Gott. Wieso habe ich die nicht gleich gesehen? Okay, jetzt wird es wieder kalt. Mein Gott, es ist mühsam. Ich sag's, wie es ist. So. 3911. Haben wir gleich. Jetzt haben wir 3911. Und jetzt brauchen wir noch gleichzeitig 2929. Also ja, die Richtung passt. Oh mein Gott, das geht so viel angenehmer. Ich hab die Koordinaten in der Minikarte nicht gesehen. Das darf ja nicht wahr sein. Okay, ich merke, wir nähern uns wieder Gerudo-Stadt. Wir haben gleich die 2929. Okay, ich muss hier hoch. Was hier im Palast? Wait a moment. Hier oben in dem Zeug vielleicht. Irgendwo eine Kugel. Nee, ich guck wieder auf die Koordinaten. Moment, ich guck wieder auf die Koordinaten. So, 3911. Warte, 3911. Ah, das ist schon irgendwo hier. Also die 2929 habe ich jetzt gleich wieder. Warte, ist hier drin eine Kugel? Also 3-9. Oh Gott, es ist echt mühselig. Aber es geht jetzt zumindest ein bisschen besser. Wenn das dumme Feensymbol mal weggehen würde. So, 3911. Warte, was haben wir denn jetzt? Ich kann es nicht lesen. 3895. Da geht's wieder zu.
Okay, 3911 habe ich jetzt. Und 2929 ist auch fast gegeben. So, jetzt ist 0044 die Frage. Wahrscheinlich muss ich runter. Ich muss runter. Das muss unter mir sein. Wie weit muss ich denn runter? Muss ich runter? Ja, 0037. Okay, alles klar. Also genau hier, wo ich jetzt stehe. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Nur unten. Aber ich habe mich doch vorhin sogar unten umgeguckt. Wo ist denn jetzt wieder diese Kugel? Wir verarschen hier. Ah, nein, hier oben. Ich dumm. Die habe ich doch schon mal gesehen. Natürlich, die habe ich schon mal gesehen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe die einfach vergessen. Die habe ich schon mal gesehen. Oh mein Gott. Also ohne Patricia schafft man das ja mal gar nicht. Holy shit. So, vorletzte Kugel. Kannst deine dumme Frostmelone behalten, echt. Oh mein Gott. So, das ist jetzt dieses L, das kommt hier hoch. Das ist kein L, das ist einfach irgendein Symbol, ist mir wurscht. So. Letzte Kugel. Auf zu Patricia. Alter Schwede. Bitteschön. Aber jetzt, wenn doch alle in der Gerudo-Stadt sind, also dann war es ein riesiger Zufall, dass ich die eine Kugel, die da ganz beim Außenposten war, gefunden habe. Es ist doch nicht mehr normal. 3800-2969-0058. 3800-2969. 3800-2969. Gehe ich eigentlich direkt hin jetzt, ne? Ja, da begebe ich mich eigentlich gerade direkt hin. 3800. Ich hau den Symbolen sowas von ins Gesicht. Ja, geil. Richtig geil mit den Symbolen. So, 3800. Und jetzt brauchen wir 2969. In welche Richtung bleibt jetzt unverändert die 3800? So, links, rechts, okay. Was gehe ich jetzt hier hoch? Ich begebe mich dann wieder Richtung 2969. Warte. Also die 3800 habe ich ja jetzt. Aber die 2969...
2869. War es die? Oder wie rum war es? Doch, war schon richtig. 2969, okay. 2969. Also die Richtung ist 3800, ziemlich safe. Also einfach gerade hoch. Und 2969 bin ich halt garnert. Ich nehme gerade ab, ne? Ja, also muss ich in die andere Richtung laufen. Jetzt geht's wieder in die richtige Richtung. Zwei, neun. Und was war eigentlich die Höhe? 58, also das ist richtig hoch irgendwo. Das ist irgendwo oben. Guck mal, das hier ist in etwa 58. Also in etwa die Höhe hier ist es. In etwa diese Höhe. Nur jetzt halt noch die richtigen Koordinaten. Das ist genau 60. Okay, also irgendwo da. Oder weiter hinten. Okay, nochmal über die Koordinaten. Alter, 3800. In die Richtung nehmen die Koordinaten ab, Richtung 3800. So. Ja, jetzt haben wir wieder 3800. Und jetzt brauchen wir halt noch 2969. In die Richtung ist zu, okay. Also die Richtung in etwa. Wer ist denn da oben drauf? Was kannst du... Ah, der ist für die... Der ist die... Oh. Die geheimen Dinger unten. Also die, ne? Das Geheim. Ja, ja. Schon recht. So, 2969. In die Richtung nimmt es noch zu. Wir nähern uns. 2969.
69. Und jetzt noch 3800. Also, wenn ich da lang laufe, kriege ich die 2969. Und wenn ich da lang laufe, kriege ich die 3800. Und die Höhe ist jetzt immer noch 060. Also ein ganz kleines Stückchen niedriger müsste es eigentlich ja sein. Aber nur ein ganz kleines Stückchen. Ist es hier irgendwo auf einer Anhöhe? Nee. Mich jetzt auch gewundert. Da kann ich auch rein. Aber ich bin jetzt ja auch nicht bei 2 nach, also ne? Bin ja auch nicht ganz richtig. Aber höhentechnisch wären wir jetzt halt 043. Also es muss ja höher sein. Ach, das ist 0050, es ist noch ein Stückchen höher. Das ist ein Sandhaken. Nee, oder? Ich raste aus. Alter. Wir haben alle Kugeln. Ich meine, das kann keine krasse Sache werden. So, kann es einfach nicht. Das Maximum ist ein Schrein oder so. Keine Ahnung. Aber das war jetzt schon gewaltiges Zeug, was man machen musste. Oder ein Kleidungsstück. Kleidungsstück würde ich, glaube ich, am meisten feiern. Aber was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Das ist die letzte. Das ist die letzte. Ja, ich arbeite dran, wenn du mich nicht voll labern würdest. Aber ich meine hier, ich sehe halt hier einen Schrein auftauchen. So, was soll anders passieren? Na? Was soll anderes passieren, als dass hier ein Schrein auftaucht? Warte! Das war die letzte Kugel, oder? Fantastisch, wir haben alle 7 Kriegerinnen ihre Geister wieder zukommen lassen. Jeden Moment passiert irgendetwas. Huch, findest du auch, dass der Boden ganz schön vibriert? Wahr, der Boden bewegt sich. Schnell hier entlang. Okay, erstmal Geheimgang. Verborgenen Raum? Nichts wie hinein. Entschuldige, meine Aufregung kommt mir die Manieren ein bisschen abhanden. Es ist dir zu verdanken, dass wir diesen Raum entdeckt haben, also solltest du den Vortritt haben. Bitte nach dir. Oh mein Gott. Das habe ich gesucht. Unsere tief empfundene Achtung und Ehrerbietung währt ewiglich. Unsere Opfergaben an den wahren Heldmut verwahren wir in unserem Heiligtum in den Norden. Ja, wir haben die Kugel gesucht, die hier rein muss. Die ist hier. Die ist hier. Okay, krass. Okay, krass. Dann müssen wir da noch rein.
Ja, alles klar. Ja, du kannst dich nicht bewegen. Ich schon. Ja, let's go. Das ist jetzt, okay, das ist jetzt tatsächlich cool, dass wir hier diese Kugel finden. Ich habe das eigentlich schon wieder aufgegeben, ne? Muss ich ja gestehen. Ich habe das ja eigentlich schon wieder aufgegeben. Aber dass wir jetzt die hier finden, ist sehr cool. Ja, dann. Let's go. Ah, ich dachte, ein bisschen kannst du rollen. Rolle. Hui. Ach, jetzt ist schon wieder warm. Ach, Link. Plopp. Jetzt zerbricht sie einfach und alles war umsonst. Spürt ihr auch diese Anspannung? Lass mich in Ruhe. Vor einigen Parts ist es, glaube ich. Es ist ein bisschen ist es schon her, aber vor einigen Parts waren wir hier und haben uns gewundert, wie kommt man da rein. Und jetzt wissen wir es. Willst du da jetzt noch reinrollen oder muss ich jetzt wieder nachhelfen? Wow. Sick. Okay. Okay, das ist krass. Das ist Real Talk krass, dass wir jetzt hier rein können. Hier geht's nochmal weiter rein. Haben wir dafür noch Zeit? Ja, let's go. Let's flipping go. Wir brauchen da Elektro für. Komm her. Hoppala.
Junge! Wie weit geht das hier noch rein? Oh, okay, wir lassen uns eh fallen. Natürlich. Renn halt nicht vor mir weg. Alter Schwede. Wie groß ist denn das hier? Ich gehe noch mal kurz zurück. Just in case, dass da unten nichts verpasst wird. Weil da ist ja auch, aber da ist ja... Komme ich da wieder hoch, wenn ich da jetzt runterspringe? Ja, mit Deckensprung auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist nichts anderes. Dann müsste man eh da hoch. Okay. Gut. Dann müssen wir eh hier lang. Ja, ich guck noch mal kurz. Aber sieht gut aus. Alter Schwede. Also ich glaube, Leuchtsamen haben wir genug langsam. Nein. Nein. Wo ist er denn jetzt? Mein Gott, ey. Ich will nicht gegen den Felsen laufen. So. Okay, da stürzt doch auch wieder alles ein. Maxi-Echse. Sick. Ist da unten jetzt irgendwas Spannendes? Nee, ne? Ich glaube, da kann man einfach rüber. Alter. Muss man so eine Maxi-Echse noch fotografieren, wenn ich wieder eine sehe. Maxi-Echse einfach. Jetzt sind wir da, wo die Gitter waren, links und rechts, ne? Saal des wahren Heldenmuts, ja. Gerudo-Wüste. Ach, lol. Hier sind überall okay, hier sind krasse Waffen. Okay. Machen wir es mal auf. Okay, das gibt jetzt... Das ist auf jeden Fall eine Ausrüstung. Okay, keine Ausrüstung. Geld. 300 Rubine ist auch nicht schlecht. Topaz. Saphir.
Rotonit. Gerudo Zweihänder. Ich kann halt nichts tragen. Gerudo Schild. Gerudo Lanze. Gerudo Bogen. Aber wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oder muss ich die Sachen hier von ihren Sockeln nehmen? Ah, lol. War noch ein Messer. Habe ich alles genommen. Ach, hier kann man lesen. Ups. Vor langer Zeit suchte ein Monster der Wüste Gerudo Stadtheim. Es war grässlich anzusehen und anzuhören. Es wütete wie ein entfesselter Dämon. Sieben kriegende Gerudo stellten sich ihm. Sieben starke Auserwählte weih. Jedoch, als sie dem Ungeheuer entgegentraten, wich all ihre Zuversicht. Das Volk der Gerudo wähnte sich dem Ende nahe. In diesem Augenblick erschien ein Held aus fremdem Lande. Unverzagt schloss er sich den sieben Kriegerinnen an. Gemeinsam gelang es ihnen auf wunderbare Weise, das Monster zu besiegen. Dies war der achte, der letzte Held. Seither ward er bekannt als rettendes Licht der Gerudo und man dankte ihm sehr, doch er war ein Hylianer, ein Voi. Das Gesetz der Gerudo verwehrte ihm den Einlass in die Gerudo-Stadt, was nicht unsere Hochachtung ihm entgegenüber minderte. Doch unsere Gefühle gegenüber dem letzten Helden waren flüchtig wie Tau. Und so ward das Band zwischen seinem Volk und den Gerudo durchtrennt. Jedoch verwahrten wir unsere tiefe Dankbarkeit, unsere schicksalsträchtige Gabe an jenen letzten Helden im Heiligtum. Okay. Aber muss ich mich jetzt hier rausporten oder? Hier ist halt so ein Sandhaufen. Ich weiß nicht, kann ich da Wind machen? Ja, aber es bringt nichts. Ich kann die auch nicht aufmachen, die Tore, ne? Nee. Ich bin halt nur gerade ein bisschen irritiert, dass man hier scheinbar nicht mehr... auf normalem Wege rauskommen soll. Guck mal, da ist sogar eine Truhe. Wie komme ich da ran jetzt? Ich kann jetzt nicht den gleichen Weg zurückgehen müssen. Das wäre ja komisch. Ich muss es doch irgendeinen Weg jetzt weitergehen geben. Hier ist doch nicht einfach so Ende. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe keinen Schalter. Ich sehe nicht, wie das jetzt aufgehen könnte hier. Aber da ist eine Truhe. Wie komme ich an die Truhe ran? Guck mal, da ist auch der Dings, da ist auch das Majoi-Signum dahinter. Hä, wie komme ich da rein? Hier ist kein Schalter, nix. Vielleicht doch nochmal auf die andere Seite gehen.
Da muss ich jetzt halt wirklich den ganzen Weg zurücklaufen. Das finde ich halt komisch. Ich hätte gedacht, ich kann hier vielleicht dann aufmachen, wenn ich hier drin bin, in dem Raum. Aber irgendwie ja nicht. Na gut. Vertrauen wir mal drauf, dass ich wirklich zurück muss. Ach, warte, oder? Hier unten ist ein Gang. Nee. Das ist auch nur so, lol, du bist runtergefallen. Nach oben geht's auch nicht weiter? Nee. Da ist auch kein anderer Weg. Habe ich irgendwo eine Abzweigung verpasst? Jetzt bin ich wieder hier. Da unten war nix. Das wüsste ich noch. Also gehen wir wieder hoch. Wo ist eigentlich hoch? Ah, shit. Okay. Ich dachte schon, ich komme da nicht mehr hoch. So. War da irgendwann noch ein anderer Weg auf meinem Weg? Nee, weil hier war ich dann ja hier, ne? Und das ging ja nicht auf. Und ich glaube, hier war der Eingang zu dem Ding. Hä, sind die Platten jetzt wieder zu? Verarschen hier. Ha. Okay, aber ich habe eine Idee, habe ich. Da, wo das war, hat man ja gesehen, dass so Sand von oben runter rieselt. Wenn wir jetzt hier den zugehörigen Treibsand finden würden. Aber den suchen wir im nächsten Part. Dann komme ich da vielleicht runter. Ich will das Majoi-Signum. Danke fürs Zuschauen und tschüss.